Die letzten vier Spiele hat man alle verloren. Man steckt im Abstiegsstrudel. Und sogar der Verwaltungsrat, der Jörg Stiel, ehemaliger Meistergoalie beim FC St. Gallen, sagt, die Mannschaft hat kein Konzept und entwickelt sich nicht weiter. Die Konsequenz daraus, der FC St. Gallen hat heute seinen Trainer, der Ralf Lohse, freigestellt. Ralf Lohse war im letzten Sommer als Nachfolger von Heinz Peischl zu St. Gallen gestoßen. Erst vor 1,5 Monaten war sein Vertrag bis 2008 verlängert worden. Die Spieler erfuhren heute von Lohses Entlassung und zumindest ein Teil des Teams war erleichtert. Ja, es gibt positive Stimmen, es gibt negative Stimmen. Sicher ist für die ganze Mannschaft wieder ein Neuanfang oder eine neue Chance, eigentlich aus dieser Misere rauszukommen. Und, aber ich denke, jeder ist sich bewusst, was man eigentlich leisten und ja, dass man eine Reaktion mit zeigen jetzt. Denn so wie gestern gegen Thun darf es nicht weitergehen, hat der Verwaltungsrat beschlossen. Verunsicherte Stürmer, die besten Chancen vergeben, und Verteidiger, welche die gegnerischen Stürmer gewähren lassen. Das letzte Resultat, die Niederlage in Thun und die anhaltende Negativserie mit nur 4 Punkten in den letzten 8 Spielen. Und jetzt zuletzt 4 Niederlagen in Serie haben uns zu dem Entscheid gezwungen. Als Nachfolger für Lohse wird bereits Rolf Ringer ins Spiel gebracht. Ja, der Rolf Ringer ist einer von den Trainerkandidaten, der frei ist und auf dem Markt ist. Aber da gibt es noch x andere. Bis der neue Trainer gefunden ist, übernimmt Sportchef René Weiler das Traineramt. Der Jörg Stiel wird übrigens am Mittwoch vor dem Spiel gegen Yverdon auch noch mit der Mannschaft reden.